Plants vs. Zombies Garden Warfare bietet zwei Multiplayer-Modi. Hier sind einige Tipps, wie ihr euren Gegnern richtig einheizen könnt. Justin, bei Plants vs. Zombies Garden Warfare gibt es einen 12 gegen 12 Multiplayer-Modus. Da braucht man ein gutes Team, oder? Genau, Teamgeist ist alles. Die Spieler müssen klug taktieren. Und auch die Wahl der Spielcharaktere ist entscheidend. Sprechen wir mal über die Pflanzen. Was gibt's da so? Die Erbsenkanone ist schnell zu Fuß und trägt den Kampf zum Gegner. Die Sonnenblume ist die Heilerklasse. Sie bleibt hinter der Frontlinie und hilft, die Teamkameraden kampffähig zu halten. Der Schnapper ist ein findiger Nahkämpfer. Er eignet sich gut für Überraschungsangriffe. Die Kaktivi wiederum hat eine hohe Reichweite und ist damit der Distanzschütze des Pflanzenteams. Wie würdest du jemandem, der andere Shooter kennt, die Besonderheiten dieser Spielcharaktere erklären? Die Erbsenkanone ist eine Standardangriffseinheit. Die Sonnenblume der Sanitäter, die Kaktee eine Art Scharfschütze und der Schnapper ein Nahkampfspezialist. Irgendeine Lieblingstaktik? Der Schnapper-Blitzangriff ist eine tolle Taktik. Dazu muss man alle im Team überzeugen, in der nächsten Runde sofort als Schnapper zu spawnen. Auf diese Weise kann man den Gegner überraschen und im Handumdrehen richtig viele Feinde eliminieren. Was wäre eine gute Zusammenstellung von Spielcharakteren? Ich denke, mindestens die Hälfte der Teammitglieder sollte als Erbsenkanone spielen, da das die Angriffsexperten sind. Damit kann das Team den Zombies richtig Stress machen. Dann etwa 2 bis 3 Sonnenblumen, ein paar Schnapper und noch ein paar Kakteen als Unterstützung. Wie würdest du einem Shooter-Fan die verschiedenen Zombie-Klassen erklären? Hier ist der Soldat der typische Offensivcharakter. Er ist leicht zu erlernen und zu spielen, besonders für neue Spieler. Der Raketensprung ist toll, denn damit kannst du dich nach oben katapultieren und die Pflanzen aus der Luft angreifen. Der Ingenieur ist ganz klar als Unterstützung gedacht. Er kann Geschütze und Teleporter aufstellen und andere Pflanzen lähmen. Wenn du als Ingenieur spielst, solltest du dich nicht mitten ins Schlachtgetümmel stürzen. Besser etwas zurückbleiben und den anderen helfen. Als Wissenschaftler hingegen bist du an vorderster Front. Dieser Charakter ist ein bisschen wie ein Scout. Er ist sehr schnell mitten im Kampf geschehen und kann wie mit einer Schrotflinte großen Schaden anrichten. Außerdem hat er noch die Heilstation, ist also die Heilerklasse im Zombie-Team. Wie du ihn spielst, entscheidest du mit über den Spielverlauf. Welchen Vergleich würdest du für jemanden ziehen, der andere Spiele dieser Art kennt? Das ist vielleicht nicht ganz Shooter-typisch, aber er entspricht in etwa einem Kampfmagier. Mächtig, aber er kann eben auch andere heilen. Und was kann der All-Star so? Der All-Star ist praktisch ein Panzer. Er hat sehr viel Lebensenergie und kann seinen Teamkameraden mit seiner Schnellfeuerwaffe Feuerschutz geben. Im Tackling-Sprint kann er effektiv feindliche Basen erstürmen und mit der Footballkanone dominiert er den Gegner nach Belieben. Wie sieht das perfekt abgestimmte Zombie-Team aus? Ich denke, man muss die richtige Balance zwischen Angriffs- und unterstützenden Charakteren finden. 5 oder 6 Soldaten und als Hilfe ein paar Ingenieure, Wissenschaftler und Allstars. Wichtig ist, dass das Team auf die jeweilige Kampfentwicklung reagieren kann. Wer gut aufpasst, kommuniziert und die Rollen je nach Verhalten der Pflanzen wechselt, ist klar im Vorteil. Wie findet man am besten ins Spiel, wenn man großer PvZ-Fan ist, bislang aber nur das Strategiespiel kennt? Mit welchem Spielcharakter sollte man anfangen? Am besten für Einsteiger ist bei den Zombies sicherlich der Soldat. Er hat Standardfähigkeiten, ist schnell und ein guter Allround-Charakter. Und was ist deine Lieblingswaffe, deine Nummer 1? Der Panzerkommandant. Diese Variante des Zombie-Soldaten verschießt explosive Projektile, die bei einem Volltreffer extremen Schaden verursachen. We will.